Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin's wieder, euer History Badger. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Die Zwerge. Ich stelle mal kurz die Lautstärke ein. So. Heute machen wir weiter. Heute wird's aber auch wieder eine Doppelfolge. Also werden, denn morgen bin ich wieder mit meinen Leuten aus der D&D-Gruppe unterwegs und mach dann eben heute zwei Folgen. Genau, hier sind wir stehen geblieben, denn dort wird es eine Schlacht geben, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen wird es auch jetzt erstmal nur eine spezielle Schlachtfolge wieder sein. Und wir, warte mal, wie sieht es in der Gruppe aus? Gesund. Warte, ich werde jetzt euch nämlich mal Jerun zeigen. Auch ziemlich starker Charakter. Ihr seht die Oase bereits aus einer Tagesreise Entfernung. Doch im Schimmer der Mittagssonne bist du dir nicht sicher, ob es sich nicht nur um eine Fata Morgana handelt. Doch die Zwillinge bestehen darauf, dass es hier ein Dorf gibt, und die Aussicht auf ein Dach über dem Kopf für die Nacht treibt euch voran. Je näher ihr der Oase kommt, desto mehr beschleicht euch das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Es ist zu still und ihr seht keinerlei Bewegung. Als ihr das Dorf betretet, bewahrheiten sich eure Befürchtungen. Eure Feinde waren bereits hier. Tja, scheiße gelaufen. Im Buch war das anders. Soweit ich mich erinnere. Sollte ich eigentlich mal wieder lesen, wenn ich wirklich zuverlässige Aussagen machen möchte, aber ja, jetzt sind wir erstmal. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen hier rumlaufen. Wo genau? Ich weiß. Wo sind alle? Hallo? Jemand hier? Ihr schreckt alle zusammen. Du schaust Boindil wütend an. Er zuckt entschuldigend die Schultern. Ich mag ihn. Einfach unkompliziert. Ah, ich kann... Oh, kann ich. Oh. Das ist eine Falle. Wir sollten... Willkommen in Tasknar. Ich bin sicher, die Einwohner würden euch auch begrüßen, wenn sie es dennoch könnten. Du erkennst den Alp sofort wieder. Du hast ihn mit den Ork-Anführern gesehen und er ist dir nach Grünhain im Traum erschienen. Oder nein, nicht im Traum. Sintoras! So treffen wir uns wieder, Tumdil. Wie hat dir meine Arbeit im Stollen gefallen? War doch ein netter Anfang, oder etwa nicht? Ein unheimliches Lächeln legt sich auf Sintoras Lippen. Wundervoll. Ich sehe den Hass in deinen Augen. Komm, hol dir deine Rache. Wie gesagt, jetzt wird mal Jerun kämpfen. Der ist nämlich auch auf Level 7. Ziemlich hohes Level, ja. Hat andere Fähigkeiten. Unheilige Aura ist eine passive Fähigkeit. Jeder Gegner in seiner Nähe erhält über die Zeit etwas Schaden. Ne, er kann einmal treten. Und die Gegner, die weggetreten werden, und dabei können noch andere Gegner schaden, wenn die quer über die her fliegen. Mächtiger Hieb macht einen einzelnen Gegner Schaden. Und Horror. Das ist ein Angriff, den muss ich euch zeigen. Da nimmt er nämlich seine Maske ab. Ja? Für er sagt nicht die Maske, er hat was ja denn? So ein Visier. Schon fast da. Was ist? Bin unterwegs. Und das zieht er dann. Oh, hoch. Das ist Pech für dich. Komm her, du. Ah, perfekt. Werden wir jetzt sehen. Alle Gegner,
und Verbündete leider auch, also hat keine Freund Feind weggenommen. Werden dann erstmal schön geschockt, sind voller Furcht und wollen sich in der Wege verpissen. Klopp auf ihn ein! Du schnappst dir mal die Bogen. Angriff! Auf den Weg! Für Frankas! Angriff! So, der Kampf endet, sobald wir sowas auch getötet haben. Sache. So gut wie erledigt. Alp zu tun. Bin unterwegs. Und jetzt. Königsbruder. Umher. Dort. Jerun. Geht mal dorthin. Ja. So gut wie erledigt. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Bam, einer weniger hätte ich immer erwartet. Hier kommt dein Ende. In Ordnung, sehr gerne. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Warte mal, ich schick mal Jerun auf den Alp. Schön zu wissen, du brichst mal da durch. Schluss damit! Fällst nicht hin. Hätte ich noch erwähnen sollen, glaube ich. Zurück! Verdammt! Warum kämpfst du gegen uns? Du bist der Sohn Samusins. Du solltest dich nicht mit diesen Unwürdigen abgeben. Damit meint er Jeru. Ich habe genug vom Kämpfen. Zeit, dass wir in eure Heimat kommen. Bevor wir ein kaltes Bier genießen können, stehen uns noch einige Tage in der Wüste bevor. Je länger wir reden, desto später kommen wir zu unserem Bier. Gehen wir. Gutes Argument. So. Super kurzer Kampf. Aber ich hab's gesagt, es wird nur eine Kampfepisode danach. Jetzt die darauf folgende Episode wird auch mehr weiter von der Geschichte erzählt. Ich verteile jetzt noch die Punkte, die, falls ihr welche erworben wurden und danach auf die nächste Folge. Aha. Schaden, ich habe ja gesagt, die Defensive, weil seine Verteidigung ist schrecklich, finde ich. So, dann bedanke ich mich noch recht herzlich für dieses ganz kurze Let's Play. Ich weiß, tut mir leid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, zeigt es mir, indem ihr einen Daumen nach oben macht, indem ihr mich abonniert, indem ihr auch die Benachrichtigungsglocke aktiviert, weil dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ich ein Video hochlade. Aber ihr könnt es mir aber auch zeigen, indem ihr mir mal in die Kommentare reinschreibt,
wie ihr dieses Spiel findet. Allgemein eure Meinung, solange es nicht zu einem großen Streit, Schreiben hinausläuft und so ein Haten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!